Und hier ist wieder euer Alex von IQWeb und damit herzlich willkommen zur 82. Folge. Ich bin auf Facebook immer wieder in sehr vielen Fachgruppen unterwegs und natürlich auch im Internet in einigen Foren, wo es um das Thema Arduino, NodeMCU, ESP32, Mikrocontroller, Raspberry und so weiter geht. Und was mir hier auffällt ist, dass sich hier doch einige und auch in letzter Zeit verstärkt immer mehr Leute mit Hardware von STM, also ST Microelectronics, befassen. 2017 hat ja STM bereits ein Board herausgebracht. Das ist hier dieses Board, ich habe mir das hier mal bestellt. Das ist hier der STM Nucleo oder Nucleo, je nachdem wie man das aussprechen mag. Und den möchte ich einfach einmal mit dem Arduino vergleichen. Was bietet hier STM für eine Vorteile? Wird der sich durchsetzen und wird der vielleicht sogar einmal den Arduino ablösen oder nicht? Auf jeden Fall habe ich das hier mal verglichen und in diesem Video sehen wir uns einmal nur rein die Hardware-Spezifikationen an, was hier wirklich der Unterschied ist zwischen dem Arduino und so einem Nucleo-Board. Viel Spaß! Das hier sind jetzt unsere Boards. Wir haben hier den Arduino, der ja großteils bekannt ist, und wir haben hier das SD Nucleo-Board. Zuerst einmal ganz kurz, was macht eigentlich dem Arduino so erfolgreich? Der Arduino, oder beziehungsweise auch Genuino genannt, hat sehr viele Anwendungsbeispiele und es ist eine leicht zu erlernende Programmiersprache. Die grundsätzliche Programmiersprache ist hier natürlich C oder C++ und es gibt hier im Frontend in der Software keine Header-Dateien. Das heißt, man hat hier einfache Bibliotheken, die man hier verwendet. Außerdem ist der Arduino bereits seit 2005 am Markt und dieses Board hier ist eben erst seit 2017 am Markt. Wenn wir uns hier mal die Größe ansehen, gibt es hier einmal zwei Unterschiede. Man sieht sofort, dass der hier natürlich viel größer ist. Was noch auffällt, ist hier der innere Pin-Header, also dieser und dieser. Der entspricht hier dem Arduino. Wenn man das hier einmal zusammenhält, man sieht hier, da sind dieselben Maße. Das heißt, jedes Schild, zum Beispiel ein Ethernet-Schild, ein Datenlogger-Schild oder was auch immer, kann man hier raufstecken. Man kann das auch natürlich mit dem Arduino IDE programmieren, muss aber hier entsprechende Bibliotheken einbinden. Dann hat man hier außen zusätzlich noch I/O-Pins oder auch GPIO-Pins genannt, mit denen man hier weitere Sachen ansteuern kann. Auf der Rückseite haben wir hier die Stiftleiste oder die Pins herausstehen. Das gibt es beim Arduino nicht. Das hat auch seine Vor- und Nachteile. Was STM hier noch hat, man sieht hier zwischendrin ist die Verbindung sehr, sehr dünn. Das heißt, hier gibt es nur drei Punkte, wo hier die Leiterplatte durchgeht. Ganz einfach. Hier befindet sich alles, was man zum Programmieren braucht, also der Programmer und die Energieversorgung drauf. Bootloader etc. Was halt alles hier zum Brennen eben benötigt wird, befindet sich hier drauf. Das heißt, ich denke, es ist so vorgesehen, dass man das hier dann auch abbrechen, durchschneiden kann und dann kann man das Board hier wirklich standalone verwenden. Allerdings wird es dann beim Ändern der Software etwas schwieriger. Aber es ist natürlich auch möglich. Dann sehen wir uns hier mal den Prozessor an. Hier beim Arduino haben wir den ATmega328. Das ist hier der bekannte Prozessor, den Arduino hat. Und STM hingegen, STM ist ja ein Semiconductor-Hersteller, also ein Halbleiter-Hersteller. Der hat hier natürlich seinen eigenen Chip verbaut. Und die basiert natürlich auf einer ARM-Architektur. Das heißt natürlich, dass auch hier logischerweise die Frequenz, die CPU-Frequenz viel höher ist und dass auch hier der Speicher deutlich größer ist. Was mir persönlich besonders gut gefällt, ist hier der integrierte Flash-Speicher von 512 KB. Wir haben zwar auch hier einen Flash-Speicher, aber den kann man hier über USB direkt accessen, also zugreifen über dieses OTG eben. Das heißt, auch mit einem Smartphone ist das möglich. Und man kann hier Dateien raufschreiben. Ich denke hier zum Beispiel an einen Datenlogger. Man kann hier mit dem Board einen Datenlogger bauen. Klar, kann man mit dem auch. Aber man kann dann die Daten hier direkt von der Software auf den Chip hinaufschreiben
und kann dann über USB, über Computer, das Ganze auslesen. Das verhält sich wie ein USB-Stick. Das heißt, man kann das einstecken, hat ein 512 Kilobyte großes Laufwerk und kann dann hier Dateien kopieren oder natürlich auch herunterladen, also zum Beispiel Logfiles oder so auslesen. Das ist natürlich sehr praktisch, das gefällt mir sehr gut, das hat der Arduino nicht. Weiter geht's dann mit den Schnittstellen. Zuerst einmal hier der herkömmliche Arduino. Wir haben hier die USB-Schnittstelle, ich glaube, das ist Typ B, eben dieser Anschluss, der auch bei den Druckern verwendet wird. Und hier einen Eingang, eben 6 bis 12 Volt sind hier, glaube ich, empfohlen und 5 bis 17 Volt oder so verträgt der. Die Schnittstellen, die internen, sind hier mal gleich, so wie beim Arduino, also auf diesem Pin-Header. Da haben wir hier ganz normal hier die Energieversorgungen, also 3,3 Volt, 5 Volt, Ground, das Reset, was wir auch hier beim Arduino haben, das ist hier gleich. Hier haben wir die analogen Inputs und hier haben wir die digitalen IOs, die wir hier verwenden können. Schnittstellen selber an sich intern gibt es natürlich noch mehrere. Was wir hier zum Beispiel haben, ist dann zusätzlich. Also beim Arduino haben wir zum Beispiel hier analog 6 Eingänge oder 6 Pins, die eben einen ADC integriert haben. Beim Naclio sind das schon 16. Die Auflösung beträgt hier beim Arduino 10 Bit, beim SDM hat sie eben 12 Bit. Dann die digitalen IOs gesamt, also die Gesamtpins, die wir hier haben, oder auch Chipo genannt, haben wir hier beim Arduino gesamt 20, hier gesamt 50. I²C-Schnittstelle haben wir hier, A4, A5, die gibt es auch hier, das ist hier die erste. Und zusätzlich gibt es aber hier eben statt nur einer Schnittstelle 3. SPI, also dieses Serial Peripheral Interface, was wir hier haben, was wir zum Beispiel für das Arduino Ethernet Shield benötigen, haben wir auch hier drauf und haben aber hier auf diesen Pins zusätzlich drauf. Das heißt auch hier anstatt einer Schnittstelle 3 Schnittstellen. Dann haben wir das Hardware UART, das ist diese serielle Verbindung, die wir zum Beispiel hier haben, beim Arduino auch hier haben und auch hier wieder mehrmals. Beim Arduino gibt es eine, hier gibt es 4. Und was es zusätzlich gibt, es gibt CAN-Schnittstellen. Controller Area Network, für einige wird das ein Begriff sein, zum Beispiel auch das ganze Bussystem, was man im Auto, im Fahrzeug hat und auch in industriellen Anlagen hat. Und auch dieses Protokoll oder diese Schnittstelle wird eben hier unterstützt. Das ist hier wirklich zusätzlich, das kann der Arduino nicht. Weiter geht es dann noch einmal kurz mit dem Speicher. Der Arduino, der hat hier RAM, also Arbeitsspeicher 2 Kilobyte. Der hat hier 128 Kilobyte. Das ist sehr, sehr, sehr viel mehr. Flashspeicher haben wir hier 32 Kilobyte und hier 512. Ist auch um einiges mehr. EEPROM, wo wir eben die Werte dauerhaft abspeichern können vom Programm, haben wir hier einen Kilobyte und hier gar keinen. Was mir persönlich immer ein Anliegen ist, ist natürlich der Energieverbrauch bzw. die Energieeffizienz. Denn die spielt ja gerade jetzt, wenn dann das Jahr 2020 kommt und später ja eine sehr große Rolle. Hier habe ich aufgebaut einen Messplatz, hier ein Multimeter, das misst hier den Milliampere, Stromverbrauch, die Aufnahme auf der Plusleitung und hier kommen genau 6,0 Volt Spannung herein. Das heißt, wir werden jetzt hier mal das Ganze am Arduino testen. Hier müssten wir so bei den 25 mA haben, das zumindest hier im Datenblatt steht. Das kommt auch hin. 25,4 mA braucht der jetzt im Leerlauf, also ohne Hardware, muss man auch immer dazu sagen. Und natürlich gibt es auch einen Sleep Mode. Es gibt hier einen Voltage Regulator drauf. Das heißt, hier wird die Spannung reguliert. Das zählt ja alles hier dazu. Also wenn man hier wirklich nur den Chip alleine messen möchte, dann müssten wir hier einiges an Bord entfernen und dann könnten wir das machen. Aber hier einfach einmal im Standby oder im Leerlauf sehen wir, dass der hier 25,4 bis 25,5 mA braucht. Sehen wir uns hier mal den Naclio an. Das interessiert mich jetzt selbst. Ich habe hier nicht einmal ins Datenblatt geschaut. Und wenn man hier das anschließen, werden wir jetzt sehen, ja, der Stromverbrauch ist deutlich höher, das ist auch logisch. Erstens blinkt hier eine LED, deswegen schwankt es. Und zweitens ist der natürlich viel größer, benötigt natürlich auch mehr Energie.
Im Leerlauf, also wenn die LED nicht blinkt, sieht man aber hier, dass der auf ca. 40,4 mA heruntergeht. Das heißt, man kann hier sagen, ungefähr über den Daumen gerechnet, ein Drittel mehr wird hier für das Board Energie benötigt gegenüber dem Arduino. Was mir auch völlig klar ist, auch hier gibt es einen Sleep Mode, Voltage Regulator und so weiter. Die könnte man natürlich aktivieren oder eben diesen Regulator entfernen. Dann kann man auch hier mit der Energie oder mit dem Energieverbrauch deutlich heruntergehen. Abschließend kann man hier zum Board noch kurz einige Kleinigkeiten sagen. Wir haben hier noch zwei Tasten. Wir haben hier nur eine Taste. Das ist hier der Reset-Pin. Den gibt es auch hier. Und hier gibt es den User-Pin. Das ist hier ein Taster, der hier auf einen Eingang gelegt ist. Genauso eben wie es hier die LED gibt, die hier mit Pin 13 verbunden ist. Auch hier gibt es eine LED, die hier durchverbunden ist. Auch hier kann man ein einfaches Blinkbeispiel hinaufladen. STM hat also mit seinem Naclio Board eine durchaus brauchbare Plattform geschaffen, die aber hier wirklich für erfahrene Benutzer geeignet ist. Also meiner Meinung nach wird sich natürlich der Arduino weiterhin hier an der Spitze platzieren, weil er der bekannteste ist, weil es sehr viele Bücher gibt und weil jeder Einstieg eigentlich in die Mikrocontroller-Technik, gerade für Anfänger, die überhaupt von ganz woanders kommen, die mit der Elektronik noch nicht viel zu tun haben, werden auf dieses Board zurückgreifen. STM, der Naclio, ist hier wirklich für erfahrene Benutzer, hat aber natürlich gegenüber dem Arduino eben diese Vorteile mit den größeren Speichern und den größeren Anzahl an Schnittstellen, eben dieser CAN-Bus-Schnittstelle und natürlich den zusätzlichen UART und I²C-Boards und so weiter. Das ist natürlich gerade für die fortgeschrittenen Benutzer oder für große Projekte von Vorteil. So meine Meinung dazu. Alle Informationen noch einmal im Vergleich, auch die Tabellen mit Speicherkapazitäten und den Schnittstellen und so weiter, das habe ich auf dem Blog zusammengefasst. Gibt es einen ausführlichen Artikel zum Nachlesen, der Link wie immer in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würden wir uns sehr über ein Abo freuen und ansonsten wünsche ich alles Gute und bis zum nächsten Mal.